Wir werden heute mit der Kernphysik weitermachen. In der letzten Vorlesung haben Sie ja schon kennengelernt, aus welchen Bestandteilen Atomkerne bestehen, nämlich Protonen und Neutronen. Und außerdem haben Sie schon kennengelernt, dass ein Atomkern leichter ist als die Summe seiner Bestandteile und dass beim Binden von Nukleonen zu einem Atomkern Energie frei wird. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, dass Atomkerne zerfallen. Und Sie haben schon das Zerfallsgesetz kennengelernt und in etwa, wie wir uns den Aufbau eines Atomkerns so vorstellen können. Heute werden wir das weiter vertiefen und Sie werden die Zerfallsarten genauer kennenlernen und ihre Reaktionsgleichung. Dann werden Sie lernen, wie man solche Nuklidkarten interpretiert. Dann wollen wir uns genauer mit der Vorstellung zum Aufbau eines Atomkerns im Tröpfchen- und Schalenmodell beschäftigen. Und zum Schluss werden Sie nochmal ganz praktisch die Form eines Gammaspektrums sehen und erklären können. Ich fasse noch mal kurz zusammen, wie weit wir beim letzten Mal gekommen sind. Also, wir haben zuallererst einmal gelernt, wie Atomkerne zerfallen, also wie der zeitliche Ablauf so ist, wenn wir eine bestimmte Ausgangsmenge N0 von Atomkernen haben. Die zerfallen nämlich nach dem exponentiellen Zerfallsgesetz und nach einer Halbwertszeit T1/2, die man dafür typischerweise angibt, ist eben die Hälfte der Ausgangskerne zerfallen. Dabei wird ein Kern normalerweise leichter. Kerne sind leichter als die Bestandteile einzeln. Darin sieht man unmittelbar die relativistische Äquivalenz von Energie und Masse. Und diese Differenz zur Masse der Bestandteile, das nennt man den Massendefekt. Und dieser Massenverlust durch Bindung entspricht direkt der Bindungsenergie. Je leichter sozusagen die Masse ist, die eine bestimmte Menge an Nukleonen bildet, umso stabiler ist auch der zugehörige Atomkern. Und eine bestimmte Anzahl von Nukleonen kann sich eben unterschiedlich zusammentun. Also 56 Nukleonen können entweder ein Eisenatom bilden oder 2 mal 23 Nukleonenkerne oder ähnliches. Und die stabilste Variante davon wäre dann der Eisenkern. Und das ist quasi die Triebkraft dafür, dass dann Kerne zerfallen können. Sie können also in einen energetisch günstigeren Zustand übergehen. Und der Massenverlust entspricht eben der Bindungsenergie und die Bindungsenergie wiederum ist die Energie, die man im Prinzip den Nukleonen zur vollständigen Trennung dann wieder zuführen muss. Wir können uns so einen Atomkern vorstellen, dass er wie ein Potentialtopf funktioniert. Und in diesem Potentialtopf haben wir jetzt verschiedene Teilchen reingeworfen, nämlich Neutronen und Protonen. Da drin sind grundsätzlich die Protonen etwas weniger stark gebunden, weil sie ja neben der anziehenden Kraft durch die Kernkraft auch noch eine abstoßende Kraft durch die Coulombkraft haben, denn sie sind ja positiv geladen. Und deswegen können wir uns so einen Atomkern als so einen halben Potentialtopf, einen für die Neutronen, einen für die Protonen vorstellen. Und in kleinen Kernen ist die Zahl der Neutronen und Protonen gleich. Also es stellt sich immer so ein konstantes Level Neutronen und Protonen ein. Aber weil eben die Neutronenhälfte leicht abgesenkt ist, beziehungsweise anders gesagt, die Protonenhälfte leicht angehoben ist, da überwiegt in großen Kernen die Anzahl der Neutronen, damit dann das oberste Level Neutronen-Protonen etwa gleich ist. Als wir uns diese Modellvorstellung hier angeschaut haben, wie man da überhaupt zu kommt, haben wir auch schon eine grobe Vorstellung davon bekommen, wieso ein Atomkern stabiler wird, wenn die Anzahl der Nukleonen zunimmt. Wir haben nämlich gesehen, dass man sich eigentlich auch mal die Bindungsenergie pro Nukleon anschauen muss. Und weil die Anzahl der Bindungen mit der zunehmenden Anzahl der Nukleonen ebenfalls zunimmt, und zwar nicht proportional zur Anzahl der Nukleonen, sondern wesentlich stärker, deswegen steigt auch die Bindungsenergie pro Nukleon an und deswegen werden Kerne zuallererst einmal stabiler, wenn die Anzahl der Nukleonen steigt. Und das hat natürlich irgendwann aber ein Ende. Die Bindungsenergie pro Nukleon kann nicht auf Ewigkeiten ansteigen, sondern gerät irgendwann in eine Sättigung, wenn nämlich jedes Nukleon von anderen Nukleonen umgeben ist. Und danach fängt dann die Coulomb-Abstoßung der Protonen an zu wirken. Und welche Folgen das hat, das gucken wir uns jetzt an.
Dieses Bild stammt aus dem Harris Moderne Physik, ein Buch, das ich außerordentlich empfehlen kann, das allerdings deutlich im Umfang, den Umfang unserer Vorlesung und die Inhalte unserer Vorlesung übersteigt. Aber nichtsdestotrotz ist es eines der wenigen Bücher der modernen Physik, die auch wirklich anschaulich versuchen, die quantenphysikalischen Zusammenhänge zu erklären. So. Aber nun zu diesem Bild hier. Dargestellt ist die Bindungsenergie pro Nukleon über der Massenzahl eines Atomkerns A. Und man sieht den ungefähren Verlauf dieser Kurve hier. Also es gibt ein eindeutiges Maximum bei Eisen und bei den kleinen Kernen steigt diese Bindungsenergie pro Nukleon stark an. Das haben wir schon verstanden, wo das in etwa herkommt. Und danach gibt es aber wieder einen Abfall und dann nimmt sie kontinuierlich ab bis hin zum Uran 238. Und danach gibt es keine natürlichen Elemente mehr. Wenn man Elemente mit einer größeren Massenzahl haben möchte, dann muss man diese künstlich durch Kernreaktionen erzeugen. So, wie kommt es nun zum Verlauf dieser Kurve? Hier, wie gesagt, müssen wir noch mal uns einfach vergegenwärtigen, dass ein Berg zeigt besonders stabil, ja, also und nicht die niedrigsten Werte hier besonders stabil sind, sondern die höchsten Werte hier besonders stabil sind. So. Eine Darstellung dieser Art findet man eben im Grunde fast in jedem Buch. Und hinter dieser Kurve hier, da verbirgt sich eben, warum kann eigentlich ein Atomkern Energie gewinnen, wenn sich Atomkerne zu größeren Atomkernen zusammentun? Also hier in diesem Bereich bis hin zum Eisen, da steckt im Prinzip drin, was man durch Fusion Energie gewinnen kann. Und hier auf der rechten Seite, da steckt im Prinzip drin, dass man durch Spaltung von Kernen Energie gewinnt. Wenn man aus dem großen Kern zwei kleinere Kerne macht, dann nimmt die Bindungsenergie pro Nukleon zu. Und wenn die Bindungsenergie pro Nukleon zunimmt, bedeutet das nichts anderes, als dass noch mehr Masse in Energie umgewandelt wird, also der Massendefekt größer wird. Und das bedeutet, es wird Energie frei. Und genauso ist es auf dieser Seite. Wenn sich also zwei kleine Kerne zu einem größeren Kern zusammentun, dann nimmt auch insgesamt der Massendefekt zu und dabei wird Energie frei. So, aber wie kann man diesen Verlauf jetzt verstehen? Also hier haben wir erkannt schon, kleine Kerne haben wenige Bindungen pro Nukleon und die Anzahl der Bindungen pro Nukleon nimmt immer weiter zu und deswegen nimmt natürlich auch die Bindungsenergie pro Nukleon weiter zu. So, dann haben wir also die Kerne mittlerer Größe, wo die Anzahl der Protonen und Neutronen in etwa gleich ist. So, bei großen Kernen haben wir dann aber eben zunehmend Protonen drinne und die Protonen, die stoßen sich eben gegenseitig ab und dadurch nimmt im Endeffekt die Bindungsenergie pro Nukleon wieder ab, ja, weil die Abstoßung der Protonen eben immer weiter zunimmt, weil es eben auch immer mehr Protonen werden, die in dem Kern drin sind. Natürlich kann der Kern nun versuchen, die zunehmende Coulomb-Abstoßung der Protonen durch eine zunehmende Neutronenanzahl zu kompensieren und quasi die Protonen immer weiter zu verdünnen. Aber dabei ist er eben auch nicht frei, sondern gleichzeitig muss ja immer das obere Level im Potentialtopf der Neutronen auf derselben Höhe wie das obere Level der Protonen bleiben. So. Und deswegen kann die Neutronenanzahl eben nicht beliebig ansteigen. Und von daher gibt es dann irgendwann halt eine Stabilitätsgrenze. Im Endeffekt nimmt also die Bindungsenergie pro Nukleon hier deswegen wieder ab, weil natürlich die Coulomb-Abstoßung der Protonen zunimmt und dieses aber nicht durch einen entsprechenden Anstieg der Neutronenzahl ausgeglichen werden kann, denn das Verhältnis Neutronen zu Protonen ist schlichtweg limitiert und kann nicht über einen Faktor von 1,5 etwa ansteigen. Ein Kern kann sich also nicht beliebig viele Neutronen dazu holen, um die Coulomb-Abstoßung zu kompensieren oder die Protonen zu verdünnen. Und das ergibt dann im Endeffekt also, welche Atomkerne eigentlich stabil sind und welche Atomkerne zerfallen. Und das zeigen solche Nuklidkarten. Hier ist also eine Nuklidkarte dargestellt. Hier sieht man die Kernladungszahl Z und hier sieht man die Neutronenanzahl N. Und in diesen Nuklidkarten sind üblicherweise über eine Farbkodierung die verschiedenen Zerfallstypen dargestellt. Die verschiedenen Zerfallstypen gucken wir uns jetzt gleich an.
Wir haben also Alpha-Zerfall, wir haben Beta-Plus- und Beta-Minus-Zerfall. Das sind die Standardzerfälle. Und dann gibt es noch ganz exotische Zerfälle, wie zum Beispiel die spontane Spaltung, die Aussendung eines Protons oder Neutrons oder unbekannte Zerfälle. Also da weiß man nicht, wie die zerfallen. Diese ganz exotischen Zerfälle, Proton, Neutron, die findet man, wie man hier sieht, nur bei den sehr, sehr kleinen Kernen. Das sind im Prinzip also künstlich erzeugte Nuklide, die man durch Beschuss mit einem Proton quasi erzeugt und dann springt das Proton gleich wieder ab. Ja? Also die Standardzerfälle sind wirklich Alpha, Beta plus, Beta minus. Das sind die Zerfälle, die man auch in der Natur findet. So, aber jetzt schauen wir uns das mal an. Also man sieht, die stabilen Nuklide, die liegen also nicht auf der Gerade z gleich n, ja, mit dem Anstieg 1, sondern die liegen da drunter, so, also die machen hier so eine etwas gekrümmte Kurve. Das nennt man das stabile Tal, ja, da wo also diese schwarzen Kernchen liegen, die stabilen Nuklide. Und alle Kerne, die unterhalb des stabilen Tals sind, da können wir ja mal schauen, was bei denen der Fall ist, so, die haben also im Prinzip zu viele Neutronen. Ja, die haben mehr Neutronen als Protonen, deswegen liegen sie ja unterhalb dieser Gerade. Die haben zu viele Neutronen und die möchten Neutronen loswerden. Und bei denen, die oberhalb des stabilen Tals liegen, die haben also zu viele Protonen und die möchten deswegen Protonen loswerden. Und genau das machen dann auch die jeweiligen Zerfälle, die diese Teilchen ausführen können. Bevor wir uns die anschauen, schauen wir noch mal einmal nach links. Bei den kleinen Kernen sehen wir hier also, die liegen noch ganz gut auf der Gerade. Z gleich n, das heißt, hier ist die Anzahl der Protonen und der Neutronen etwa gleich. Das Verhältnis Neutronenzahl zu Protonenzahl ist ungefähr 1. Bei den sehr großen Kernen, da ist die Anzahl der Neutronen größer als die Anzahl der Protonen und das geht also bis n durch z ungefähr 1,5 hier. Ja, so. Also wenn man das so versucht, freihand zu zeichnen, also hier hat man dann n durch z etwa 1,5 und hier hat man n durch z gleich 1. So, schauen wir uns jetzt die möglichen Zerfälle einmal an. Also, wie kann ein Kern hier überschüssige Neutronen loswerden? Also, dazu muss er ein Neutron in ein Proton umwandeln. Und das macht er über den Beta-Minus-Zerfall. Dabei wird ein Elektron ausgesendet und ein Elektron-Antineutrino. Und das bedeutet, dass er hier in der Nuklidkarte dann in der Z-Richtung einen hochrutscht, ja, und in der N-Richtung einen nach links, das heißt zu kleineren Werten rutscht. Hat er dagegen zu viele Protonen, muss er natürlich Protonen in Neutronen umwandeln. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, den ganz normalen Beta-Plus-Zerfall. Dabei wird ein Positron ausgesendet und ein Proton wird zu einem Neutron umgewandelt. Das Positron nimmt dann ja die positive Ladung mit und es wird auch noch ein Elektron-Neutrino ausgesendet. Eine andere Variante, was der Kern machen kann, ist sozusagen eine abgewandelte Form dieses Beta-Plus-Zerfalles. Er schnappt sich nämlich ein Elektron aus der Elektronenhülle und dieses Elektron, das wird jetzt von einem Proton verschluckt und dadurch wird natürlich die Ladung neutralisiert. Das Proton wird also hier zu einem Neutron und das Elektron ist hier ja sozusagen verschwunden und vernichtet worden und gleichzeitig wird dann ein Elektron-Neutrino emittiert. Diesen Vorgang hier, den nennt man K-Einfang, den nennt man deswegen K-Einfang, weil das Elektron aus der innersten Schale der K-Schale stammt, ja, denn Elektronen aus der K-Schale haben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Kern und die können dann hier eingefangen werden vom Kern. So. Also, dies sind die beiden Kanäle, mit denen dann also überschüssige Protonen in Neutronen umgewandelt werden können. Bei den sehr großen Kernen, da findet man jetzt statt dieser beiden Zerfallsprozesse auch noch den Alpha-Zerfall. Beim Alpha-Zerfall, da geschieht es jetzt, dass sich quasi im Atomkern Mini-Unteratomkernchen bilden, nämlich Alpha-Kerne. Alpha-Kerne bestehen aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Und so ein Alpha-Teilchen kann dann vom Kern emittiert werden. Dabei rutscht er dann natürlich hier auf der Neutronenanzahlachse 2 nach links
und auf der Protonenanzahlachse 2 nach unten. Das heißt, er bewegt sich also im Prinzip und hier in diese Richtung. Bevor wir diese wichtigen Zerfallstypen weiter unter die Lupe nehmen, schauen wir uns jetzt erstmal das Tröpfchen- und das Schalenmodell des Kernes an. Beginnen wir mit dem Tröpfchenmodell. Das ist ein empirisches Modell, mit dem man die Bindungsenergie pro Nukleon recht gut modellieren kann. Dabei geht man davon aus, dass Kerne einfach Kugeln sind und dass der Kugelradius jetzt einfach nur von der Nukleonenanzahl A abhängt. Und zwar über A hoch ein Drittel mal A0. A0 ist der grundlegende Nukleonenradius 1,2 Femtometer und das sind 1,2 mal 10 hoch minus 15 Meter. Das Volumen einer Kugel ist ja proportional zu R hoch 3 und dementsprechend ist das Volumen eines Atomkerns proportional zu A, denn A hoch ein Drittel hoch 3 ist ja nichts anderes als A. Für das Kernvolumen setzt man also an, es ist V gleich 4 Drittel Pi R hoch 3 und das ist dann A mal 4 Drittel Pi A0 hoch 3. Daraus kann man auch die Dichte eines Atomkerns ausrechnen. Also die Dichte ist Rho gleich Masse pro Volumen natürlich und das ist die Anzahl der Nukleonen multipliziert mit der mittleren Nukleonenmasse und dann dividiert durch A mal 4 Drittel Pi A0 hoch 3. Also das Kernvolumen hier und das ergibt eine Dichte von 10 hoch 17 Kilogramm pro Kubikmeter und man geht davon aus, dass diese Dichte also in allen Kernen die gleiche ist. Man muss sich diese immense, gigantische Dichte einmal ganz kurz vorstellen. Das ist ja die Anzahl der Kilogramm pro Kubikmeter und jetzt stellen Sie sich ein klitzekleines Würfelchen vor, 1 Millimeter mal 1 Millimeter mal 1 Millimeter, das heißt 1 Kubikmillimeter. Das sind ja 10 hoch minus 9 Kubikmeter und damit verblieben immer noch 10 hoch 8 Kilogramm in diesem winzig kleinen Würfelchen. Und 10 hoch 8 Kilogramm sind nichts anderes als 100.000 Tonnen. Also ein kleines Würfelchen, 1 Millimeter mal 1 Millimeter mal 1 Millimeter Kernmaterie würde immer noch 100.000 Tonnen wiegen. Das ist eine Wahnsinnsdichte. Im Tröpfchenmodell beschreibt man die Kerne nun also als solche Kugeln mit dieser gigantischen Dichte hier. Die Formel, die man aus dieser Betrachtung erhält, das ist die sogenannte Bethe-Weizsäcker-Formel, die hier unten dargestellt ist. Diese Bethe-Weizsäcker-Formel beschreibt erstmal die Bindungsenergie und sie enthält verschiedene Terme, die wir gleich im Einzelnen besprechen werden. Der allererste Term ist der einzige, der hier positiv ist und alle übrigen Terme beschreiben dann also Abzüge. Ja, alle übrigen Terme sind negativ. Hier gibt es noch eine klitzekleine Ausnahme am Ende. Aber im Groben haben wir erstmal hier sozusagen eine Ausgangsbindungsenergie und dann Schwächungen dieser Bindung. Die Bilder, die hier oben dargestellt sind, symbolisieren jetzt jeden Term hier in der Bethe-Weizsäcker-Formel. Der erste Term hier, das ist der sogenannte Volumenterm. Und das ist quasi das Ausgangsplus an Bindungsenergie, was der Kern hat. Da geht man jetzt im Grunde davon aus, dass jedes Nukleon tatsächlich fest von anderen Nukleonen und dicht von anderen Nukleonen umgeben ist und zu jedem Nachbarnukleon eine Bindung ausbildet. Die Anzahl der Bindungen und der Bindungsenergie ist jetzt proportional zum Volumen. Und das Volumen, haben wir ja schon gesehen, ist proportional zu A und deswegen ist also der Volumenterm auch proportional zu A. Die Konstante AV, die da drin sitzt, hat hier also 15,7 MeV. Diese Konstanten, die hier alle stehen, die hat man dann eben empirisch aus Messungen bestimmt. So, also wir haben unser Ausgangsplus aus dem Volumenterm und nun muss man natürlich als nächstes berücksichtigen, dass natürlich nicht sämtliche Nukleonen hier drinnen jetzt von allen Seiten mit Nukleonen umgeben sind. Das gilt nämlich für all die Nukleonen, die an der Oberfläche sitzen, nicht. So, die Oberfläche ist natürlich nun proportional zu R Quadrat und R Quadrat wird jetzt durch A ausgedrückt zu A hoch 2 Drittel, denn R ist ja A hoch 1 Drittel und R Quadrat ist dann A hoch 2 Drittel. Der Oberflächenterm ist also proportional zu A hoch 2 Drittel und auch hier hat man jetzt wieder die empirische Konstante AO, mit der man den Einfluss der Oberfläche berücksichtigt und pro
also mit der Oberfläche schwindet natürlich jetzt Bindungsenergie, ja, weil hier jetzt weniger Bindungen an diesen Nukleonen sitzen, die auf der Oberfläche sitzen. So. Der nächste Term, den man hat, der berücksichtigt jetzt die Anzahl Protonen und die gegenseitige Coulomb-Abstoßung der Protonen. Und die potenzielle Energie ist ja proportional zu 1 durch R und 1 durch R entspricht hier A hoch minus 1 Drittel. Dementsprechend ist jetzt hier also der Coulomb-Term proportional zu A hoch minus 1 Drittel. Wenn wir zwei Protonen haben, dann können zwei Protonen beide auf jeweils das andere, nämlich 2 minus 1 Protonen, eine Coulomb-Abstoßung ausüben. Und wenn wir eben Z-Protonen haben, dann können alle Z-Protonen auf jeweils die übrigen Z-1-Protonen eine Coulomb-Abstoßung ausüben. Deswegen ist dieser Term hier proportional zu Z mal Z-1. Und dann haben wir hier wieder die empirische Konstante AC, mit der das dann multipliziert wird. Der nächste Term ist der sogenannte Symmetrieterm. Im Symmetrieterm wird jetzt geguckt, wie groß ist der Unterschied zwischen der Anzahl der Neutronen und der Anzahl der Protonen. Und der Kern wird ja umso instabiler, je größer diese Differenz ist. Und damit das nicht vom Vorzeichen dieser Differenz abhängt, nimmt man diese Differenz, quadriert sie und teilt sie dann wieder durch die Anzahl der Nukleonen insgesamt. Und dadurch bekommt man diesen Ausdruck hier für den Symmetrieterm. Und im letzten Ausdruck, da haben wir nochmal einen Paarungsterm drin. Und in diesem Paarungsterm, da wird jetzt geschaut, haben wir eine gerade Anzahl von Neutronen und Protonen oder haben wir eine ungerade Anzahl von Neutronen und Protonen. Bei GG-Kernen haben wir sowohl gerade Neutronen als auch gerade Protonenzahl. Bei GU-Kernen ist eine der beiden Anzahlen ungerade und bei UU-Kernen sind beide Anzahlen ungerade. Und dieses bringt also auch noch einen relativ kleinen Beitrag. Das können wir insofern verstehen, wenn wir uns erinnern, wie wir uns diese Potentialtöpfe im Kern vorgestellt haben. Wenn da also einzelne Protonen oder einzelne Neutronen auf einzelnen Energiezuständen sitzen, dann wird der Kern dadurch instabiler und hat ein etwas höheres Energieniveau verglichen damit, dass sich auch eins der Teilchen in das jeweils andere umwandeln könnte und beide dann gemeinsam das niedrigere Energieniveau besetzen. Im Endeffekt lassen sich aber sowohl der Symmetrie- als auch der Paarungsterm nur quantenmechanisch verstehen. Und der Hintergrund ist etwa ähnlich, warum abgeschlossene Schalen im Atom eine geringere Energie als offene Schalen haben. Betrachten wir deswegen jetzt also das Schalenmodell, das ja letztlich die quantenmechanische Behandlung des Atomkerns beinhaltet. So, Sie haben ja schon gelernt, wie man einen endlich tiefen eindimensionalen Potentialtopf berechnet und Sie haben auch schon gelernt, wie man einen unendlich tiefen dreidimensionalen Potentialtopf berechnet. So. Hier haben wir jetzt so eine Art Mischform von diesen beiden. Also erstmal handelt es sich hier um einen endlich tiefen Potentialtopf, von dem nur die Hälfte gezeichnet ist. Sie könnten sich den also jetzt hier um die Null auf die andere Seite geklappt vorstellen und dann erkennen Sie, dass das ein Potentialtopf ist. Das Zweite, was Sie sehen, ist natürlich, dass dieser Potentialtopf jetzt nicht rechteckig ist, ja, sondern der hat hier eine bestimmte Gestalt und die Gestalt, die man hier zum Beispiel annehmen kann, ist das sogenannte Woods-Sachsen-Potential. Das ist hier also dargestellt, die mathematische Formel. Und das Dritte, was man berücksichtigen muss, ist, dass es sich ja jetzt um ein kugelsymmetrisches, dreidimensionales Potential handelt. So. Und Sie ahnen schon, dass das quantenmechanisch schon gar nicht mehr so einfach zu lösen ist, aber man bekommt eben erstmal natürlich Energiezustände heraus. Das ist hier so auf der linken Seite, stellen Sie sich das vor. Das wären jetzt also die Energiezustände in diesem endlich tiefen Potentialtopf. Und nun können diese Energiezustände auch tatsächlich sich noch weiter unterteilen, aufspalten, sagt man dazu, weil nämlich nun die Teilchen, die man in diesen Potentialtopf hineinwirft, zusätzlich zu der kinetischen Energie auch noch einen Drehimpuls haben können. Im kugelsymmetrischen Potential, das wir hier vorliegen haben, bekommen die auch noch einen Drehimpuls und die Energiezustände hängen nun von dem Drehimpuls ab und die Notation, die hier dargestellt ist, das ist das erste, ist die Energiequantenzahl 1, 2, 3 und so weiter. Aber zusätzlich haben wir eben jetzt auch noch
eine entsprechende Drehimpulsquantenzahl, die verbirgt sich hier hinter der Notation SPD. Also S wäre zum Beispiel der Drehimpuls 0, bei P wäre das der kleinstmögliche Wert und so weiter. Es ergibt sich hier also eine komplizierte Struktur an Energiezuständen und das, was für uns im Moment noch besonders wichtig ist, dass sich unter bestimmten Bedingungen relativ große Lücken hier ergeben. Und hier sind Zahlen markiert, nämlich 2, 8, 20, 28, 50. Das sind die sogenannten magischen Zahlen. Also Kerne, die diese Nukleonenanzahl haben, die sind ganz besonders stabil. Und wenn man ein Nukleon mehr dazu packt, dann ergibt sich also ein relativ großer Abstand in der Bindungsenergie. Und bisher hat man noch kein einziges Potenzial gefunden, das tatsächlich wirklich alle magischen Zahlen, die man in Atomkernen findet, richtig darstellt, ja, und gut darstellt. Also da ist die Kernphysik noch unvollständig. So. Aber im Grunde ist es so, dass man also mit diesem quantenmechanischen Schalenmodell sehr ähnlich vorgeht, wie wir es später dann auch in der Atomphysik kennenlernen. Also man beschreibt die Nukleonen im Kern fast äquivalent zu den Elektronen im Atom, nur dass wir im Atom hier ein ganz anderes Potenzial haben und der Abstand der Energiezustände anders ist, als es sich hier jetzt im Kern ergibt. Wichtig für uns ist vielleicht noch, dass wir hier jetzt, wie wir diese Zustände jetzt mit Kernteilchen besetzen können. Also auf so einen Zustand können wir 2 Neutronen und 2 Protonen setzen und auch hier wieder 2 Neutronen und 2 Protonen und so weiter. So füllt sich das dann also auf. Das heißt, die tatsächliche Energieniveaustruktur sieht also anders aus, als wir es bisher in den einfachen Bildchen gesehen haben. Das ist also keinesfalls immer irgendwie so ein gleicher Energieabstand und es ist auch nicht wie beim normalen Potenzialtopf, sondern hier ist also eine ganz komplizierte Struktur der Energiezustände, die dann eben von unten nach oben hier mit Kernteilchen besetzt werden. Und genauso wenig kann man hier also jetzt eine einfache Energieformel irgendwie angeben, so wie wir es jetzt zum Beispiel beim unendlichen Potenzialtopf konnten. Wir haben es ja schon beim endlichen Potenzialtopf gesehen, dass das nicht mehr geht. Und hier geht es jetzt also dann eben auch überhaupt nicht mehr. Uns muss also diese qualitative Beschreibung hier an dieser Stelle genügen. Als nächstes wollen wir uns die jeweiligen Zerfallsarten einzeln anschauen. Wir beginnen mit dem Alpha-Zerfall. Beim Alpha-Zerfall wird ein Heliumkern emittiert, und zwar ein Helium-4-Kern, der aus 2 Neutronen und 2 Protonen besteht. Warum wird genau so ein Teilchen emittiert und nicht zum Beispiel ein einzelnes Proton oder ein einzelnes Neutron? Das kann man nur mit Hilfe des Tunneleffektes verstehen und mit Hilfe des sogenannten Coulomb-Walls. Hier auf der linken Seite ist jetzt nochmal so ein Kern stilisiert dargestellt. Auf der linken Seite, das sind die Neutronen, auf der rechten Seite, das sind die Protonen. Und jetzt muss man erstmal diese Darstellung der Potenziale verstehen. Auf der linken Seite ist das ganz normale Kernpotential gezeigt, also so wie wir es schon so ansatzweise kennengelernt haben. Auf der rechten Seite sieht das anders aus und bekommt diesen Buckel, den man Coulomb-Wall nennt. Warum? Hier auf der rechten Seite haben wir es ja mit den Protonen zu tun und die Protonen stoßen sich ja gegenseitig ab. Der Kern ist insgesamt ja positiv geladen. Jetzt muss man sich überlegen, was das für eine Wirkung hat. Betrachten wir zuallererst mal ein Proton, das von außen auf diesen Kern zufliegt. So, das kann ja in den Kern gar nicht eindringen, weil es zuallererst einmal über die Coulomb-Kraft von diesem Kern abgestoßen wird. Das können wir modellieren, indem wir hier so ein ansteigendes Potential zeichnen. Und das ist natürlich nichts anderes als das Coulomb-Potential einer positiven Ladung, ja, das hier so angedeutet ist. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass natürlich die Coulomb-Kraft nur ungefähr ein Hundertstel der starken Wechselwirkung ist. Deswegen wird also hier innerhalb des Topfes, das heißt im Kern drin, die Coulomb-Kraft dann quasi verschwindend klein. Aber außerhalb erstmal ist das die einzige Kraft, die hier eine Rolle spielt. Und für ein von außen kommendes Proton läuft es also erstmal gegen diese Abstoßungskraft, muss es erstmal ankommen. Und das deutet hier also dieser Berg an. Wenn wir uns also stattdessen aber ein Proton anschauen, das sich im Kern befindet, dann ist natürlich die Coulomb-Abstoßung für dieses Proton eine Hilfe
den Kern zu verlassen. So, inwiefern hilft das möglicherweise, den Kern zu verlassen? Für das Proton wirkt es jetzt also so, wenn es jetzt hier in den Bereich des Potentials eindringt, was es ja kann, durch, wir wissen das ja, quantenmechanische Wellenfunktionen können also in Bereiche mit einem endlichen Potential eindringen, so, dann kommt es irgendwann in einen Bereich, wo die Kernkraft anfängt abzunehmen und die Coulomb-Abstoßung anfängt zuzunehmen. Und die Coulomb-Abstoßung hilft ihm dann also hier weiter durchzukommen. Und das kann man jetzt so modellieren, dass man also an dieser Stelle jetzt das Kernpotential dünner malt, also mit einer endlichen Breite zeichnet. Und mathematisch ist also dieser Buckel nichts anderes als die Summe des hier abfallenden Coulomb-Potential mit dem hier konstant verlaufenden Kernpotential. Ja, so kann man ungefähr diese Form dieses Potentials auf dieser Seite verstehen. So, was hat das Ganze nun mit dem Alpha-Zerfall zu tun? Und warum entstehen genau Alpha-Teilchen, die dann aus dem Kern herauslaufen? Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass wir unseren Kern hier haben und in diesem Kern können sich jetzt temporär auch mal 4 Nukleonen zu einem Alpha-Teilchen zusammentun. In dem Moment, wo sie das tun, wird im Grunde ihre Bindungsenergie frei und die erhält das Alpha-Teilchen nun als zusätzliche Energie, was in diesem Potentialbild nichts anderes bedeutet, als dass es angehoben wird. Es wird jetzt so weit angehoben, dass es in den Bereich kommt, in dem das Potential hier nun eine endliche Dicke hat. Und Sie wissen ja, Wellenfunktionen können also in endliche Potentialbereiche eindringen und dann kann es also hier durch diesen Potentialwall hindurch tunneln mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Das ist der Hintergrund des Alpha-Zerfalls. Einzelne Neutronen oder einzelne Protonen, die werden nie ausreichend weit angehoben und deswegen können die aus diesem Kern nicht entweichen. Ja, also es muss eine zusätzliche Energie erzeugt werden, damit die entsprechend angehoben werden. Und diese zusätzliche Energie, die entsteht eben dadurch, dass sich hier sozusagen in unserem Modell im Kern ein Alpha-Teilchen bildet. So, abschließend wollen wir uns nochmal die Energieverhältnisse bei so einem Alpha-Zerfall anschauen und die hier gezeigten Spektren verstehen. Bei einem Alpha-Zerfall haben die Alpha-Teilchen ganz wohl definierte Energien, also alle Alpha-Teilchen werden mit der gleichen Energie emittiert. Woran liegt das? Wenn wir hier uns die Reaktionsgleichung für diesen Alpha-Zerfall mal anschauen, dann haben wir also unser Ausgangsnuklid N und dann haben wir unser Endnuklid, das sich ja in A um 4 unterscheidet, es hat ja 4 Nukleonen abgegeben und in Z um 2, es hat ja 2 Protonen abgegeben, das ist also jetzt N' und unseren Heliumkern. So, der Prozess kann stattfinden und man gewinnt dabei Energie, das heißt Energie wird frei, wenn natürlich die Massen der Endprodukte in Summe geringer sind als die Masse des Ausgangsproduktes. Es muss also hier ein Massendefekt auftreten und aus dem können wir die frei werdende Energie bestimmen und diese frei werdende Energie, die wird jetzt im Prinzip als kinetische Energie auf die beiden Endprodukte hier verteilt und da wir ein festes Massenverhältnis zwischen dem Endnuklid und unserem Heliumkern haben, verteilt sich diese Energie in einem ganz festen Verhältnis auf die beiden Teilchen hier und das Alpha-Teilchen nimmt also den größten Teil der Energie in Form von kinetischer Energie mit, denn durch diese unterschiedlichen Massenverhältnisse beachten sie ja nur sehr große Kerne, machen in der Regel einen Alpha-Zerfall, haben wir hier natürlich eine sehr große Geschwindigkeit und hier eine sehr kleine Geschwindigkeit und damit hier eine sehr große kinetische Energie. Und hier die kleinere kinetische Energie. So. Also diese feste, frei werdende Energie, die nimmt dann eben das Alpha-Teilchen mit. Und Alpha-Spektren sind also ganz diskrete Linien und geben einen jeweiligen Fingerabdruck für das jeweilige Nuklid. Als nächstes wollen wir uns dem Beta-Zerfall zuwenden und beim Beta-Zerfall gibt es ja verschiedene Varianten. Also hier ist einmal der Beta-Minus und hier ist einmal der Beta-Plus-Zerfall gezeigt. Den Beta-Zerfall, den können wir verstehen, wenn wir verstehen, dass sich dabei Neutronen in Protonen oder Protonen in Neutronen umwandeln und das mit Hilfe der schwachen Wechselwirkung.
Wenn wir auf den Beta-Minus-Zerfall schauen, dann tritt der eben genau dann auf, wenn wir einen Neutronenüberschuss haben. Und durch die Umwandlung eines Neutrons in ein Proton kann der Kern dann in einen energetisch günstigeren Zustand übergehen. Beim Beta-Plus-Zerfall ist es genau umgekehrt. Wenn wir einen Protonenüberschuss haben, kann durch die Umwandlung eines Protons in ein Neutron der Kern in einen energetisch günstigeren Zustand übergehen. In beiden Fällen wird jeweils ein Neutrino und ein geladenes Lepton emittiert. Beim Beta-Minus-Zerfall ist es eben ein Elektron und ein Elektron-Antineutrino. Und beim Beta-Plus-Zerfall ist es ein Positron und ein Elektron-Neutrino. Als dritte Variante, die ebenfalls für die Umwandlung eines Protons in ein Neutron sorgt, haben wir eben noch den K-Einfang. Den K-Einfang kann man sich hier im Prinzip als umgekehrten, inversen Beta-Minus-Zerfall vorstellen. Statt dass ein Elektron emittiert wird, wird also ein Elektron hier vom Kern eingefangen und zusammen mit einem Proton wandeln die beiden sich dann in ein Neutron um und dabei wird ein Elektron-Antineutrino emittiert. So, das sind die jeweiligen Prozesse. Die zugehörigen Reaktionsgleichungen sind hier unter die jeweiligen Bilder nochmal geschrieben. Und auch hier ist es jetzt natürlich so, dass man sich wieder die entsprechenden Energien, die frei werdenden Energien anschauen kann. Und die sind natürlich genau, wie wir das schon beim Alpha-Zerfall gesehen haben, über den Massendefekt, der hier prinzipiell erzeugt wird, gegeben. Nehmen wir Beta Plus und Beta Minus, dann haben wir hier also die Masse des Ausgangsnuklids und dann die Masse des Endnuklids plus der Masse des Elektrons und der Masse des Neutrinos, die hier erzeugt werden müssen. Und das bestimmt dann also den Massendefekt und die frei werdende Energie. Im Fall des K-Einfangs, da ist ja das Elektron schon da, da muss also hier weniger Masse erzeugt werden. Deswegen, wenn ein Kern beide Möglichkeiten hat, nämlich einen K-Einfang zu machen oder einen Beta-Plus-Zerfall zu machen, in beiden Fällen geht ja ein Proton verloren, dann macht es den K-Einfang, der ist also deutlich wahrscheinlicher, weil hier weniger Energie aufgebracht werden muss. So, aber obwohl diese Energie hier wohl definiert ist, ist es so, dass so ein Beta-Spektrum ein kontinuierliches Spektrum ist. Wenn wir also die kinetischen Energien der emittierten Elektronen oder Positronen messen, dann stellen wir fest, dass die sich eben zwischen 0 und dieser maximal möglichen Energie verteilen mit einem Maximum da irgendwo in der Mitte dazwischen. Und woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass sich jetzt die frei werdende Energie auf drei Teilchen verteilt, nämlich auf das Neutrino, das Elektron und natürlich im Endeffekt auch noch auf das entstehende Nuklid. Und genau daran hat man übrigens oder darüber hat man das Neutrino entdeckt, ja, weil beim Beta-Zerfall hätte man ansonsten nämlich auch erwartet, dass es eine ganz feste Elektronenenergie gibt oder Positronenenergie. Und der Umstand, dass diese Energie nicht fest ist, obwohl die Energieerhaltung das eigentlich verlangt, der hat dazu geführt, dass man hier ein drittes Teilchen postuliert hat, das keine Ladung tragen darf und das auch quasi keine Wechselwirkung macht oder fast keine Wechselwirkung macht mit seiner Umgebung. Und genau das sind ja die Eigenschaften des Neutrinos. Also aufgrund des Umstandes, dass sich die Energie hier auf drei Teilchen verteilt, ist natürlich die Energie des Elektrons dann zwischen 0 und einer Höchstenergie frei. So. Also kein spezifischer Fingerabdruck der radioaktiven Strahlung bei Beta-Strahlung, also auch das Nuklid kann man an der Beta-Strahlung nicht erkennen. So, als letztes schauen wir uns noch einmal den sogenannten Gamma-Zerfall an. Der Gamma-Zerfall ist tatsächlich überhaupt gar kein Zerfall, sondern der Gamma-Zerfall ist immer die Folge irgendeines vorangegangenen radioaktiven Zerfalls, also entweder eines Alpha-Zerfalls oder eines Beta-Zerfalls. Wir schauen uns das hier mal am Beispiel des Cäsium-137 an. Das Cäsium-137, das zerfällt also hier in Barium. Und es macht einen Beta-Minus-Zerfall, das ist eine Möglichkeit. Und dabei erzeugt es ein angeregtes Barium 137. Oder es macht einen Beta-Minus-Zerfall und erzeugt dabei ein Barium 137 im Grundzustand. Es kann also diese beiden Zerfälle machen und die sind hier, der ist mit 95%iger Wahrscheinlichkeit enthalten und dieser ist mit 5%iger Wahrscheinlichkeit enthalten.
So. In dem Moment, wo es den Zerfall in dieses angeregte Barium macht, kann sich natürlich dieser angeregte Bariumkern jetzt wieder abregen und dabei wird ein Gammaquant emittiert. Ja? Und sowas ist das, was, also was die Gammastrahlung von Atomkernen erzeugt. Wenn nämlich nach einem radioaktiven Zerfall ein angeregter Kern überbleibt und der dann in den Grundzustand übergeht und die frei werdende Energie als Gammastrahlung aussendet. Also ein Gamma-Zerfall in dem Sinne gibt es nicht. Also nur unter Aussendung von Gammastrahlung kann kein radioaktiver Zerfall stattfinden. Die Gammastrahlung eines solchen radioaktiven Zerfalls ist aber in der Regel die, sagen wir mal, gefährlichste Strahlung, denn Alpha-Strahlung lässt sich sehr leicht abschirmen und auch Beta-Strahlung lässt sich sehr leicht abschirmen, denn Alpha- und Beta-Strahlung sind geladene Teilchen und geladene Teilchen lassen sich viel, viel leichter abschirmen als ungeladene Teilchen, wie hier diese Gammaquanten. Alpha-Strahlung lässt sich schon mit einem Blatt Papier abschirmen und Beta-Strahlung schon mit etwas dickerer Alufolie. Aber für Gammastrahlung, da benötigt man dicke Bleiwände. Die haben ein sehr hohes Durchdringungsvermögen. Wenn man diese Gammastrahlung aber spektroskopisch untersucht, das heißt, man schaut sich zum Beispiel an, wie viel Gammastrahlung bei welcher Energie wird eigentlich emittiert wird, dann misst man so ein typisches Gammaspektrum. Und diese Gammaspektren, die sind wiederum ein Fingerabdruck für das jeweilige Nuklid. Ja, hier wird also eine ganz bestimmte Energie ausgesendet in Form von Gammastrahlung. Und die ist jetzt gegeben durch die Energiezustände im Kern, also zwischen dem angeregten Zustand und dem Grundzustand. Welche Energiedifferenz liegt davor? Und diese Energiedifferenz, die wird dann als Gammastrahlung emittiert. Im Idealfall würde man also erwarten, dass es nur eine einzige solche Linie in diesem Gammaspektrum vom Cesium 137 gibt, aber man stellt fest, dass es zusätzlich zu dieser Linie hier so eine seltsame Struktur gibt und diese Struktur, die gibt es immer. Es gibt also so einen relativ breiten Untergrund, auf dem können noch so einzelne kleine Peaks auftauchen und das, was wir hier ganz am Anfang haben, dieses stark hochgehende, das ist ein Messartefakt quasi. Ja? Aber das, was man hier hat an der Stelle, das ist tatsächlich Physik und das ist echt und da wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, wo das eigentlich herkommt. Hinter diesem Untergrund und hinter dieser Struktur, da steckt nämlich der Compton-Effekt. So. Was ist der Compton-Effekt? Ganz allgemein ist es erstmal die Streuung von Gammastrahlung oder allgemeiner gesagt Photonen an Elektronen. Schicken wir also Photonen in eine x-beliebige Materie, die ja auch Elektronen enthält, dann wird die einfallende Strahlung an diesen Elektronen gestreut. Streuung heißt zuallererst einmal in ihrer Richtung unter Umständen abgelenkt, aber im Fall der Compton-Streuung wird auch die Energie verändert. So. Und diese Energieveränderung der Strahlung hängt jetzt davon ab, unter welchem Winkel sie zurückgeschickt wird. Diese Energieveränderung, die wird beschrieben durch die Compton-Streuformel, aber hier gibt man jetzt eben nicht die Energie an, sondern man gibt die Wellenlängenänderung an. Sie wissen ja, E ist gleich H durch Lambda, also das ist der Zusammenhang zwischen Energie und Wellenlänge, die sind umgekehrt proportional zueinander. Und wie wir hier sehen können, wird also eine Wellenlänge durch die Compton-Streuung länger. Ja? Hier ist die Wellenlängenänderung angegeben, das Delta Lambda, das ist die Wellenlänge nach der Streuung und das war die Wellenlänge vor der Streuung. So. Und dieses Verlängern der Welle bedeutet ja, dass gleichzeitig dem entsprechenden Photon bzw. Gammaquant Energie weggenommen wird. Also es verliert Energie und dadurch wird die Wellenlänge länger. So. Und sie genügt einer einfachen Formel, das ist nämlich Lambda C, eine konstante Wellenlänge, das ist die sogenannte Compton-Wellenlänge, 2,426 Pikometer und dann mal 1 minus Cosinus Theta. Wenn Cosinus Theta gleich 1 ist, das bedeutet, wenn Theta gleich 0 ist, dann bleibt also die Wellenlänge unverändert, das ist die Strahlung, die einfach gerade durchgeht. Wenn dagegen Cosinus Theta zu minus 1 wird, und das ist genau der Fall, wenn Theta gleich 180 Grad ist, dann steht hier 1 plus 1 und dann ist das genau zweimal die Compton-Wellenlänge. Und das ist die Strahlung, die unter 180 Grad zurückgestreut wird. Die hat also die längste Wellenlänge. So. Und dazwischen, also von überhaupt keiner Wellenlängenveränderung bis hin zu 2 mal Lambda C, zweimal der Compton-Wellenlänge, ist eben dann der Übergang beschrieben hier durch das 1 minus Cosinus Theta.
Man kann sich das nochmal hier in Form des experimentellen Ergebnisses anschauen. Hier ist also jetzt die Wellenlänge aufgetragen, also unter einem Winkel von 0 Grad. Haben wir also unveränderte Wellenlänge, messen wir also jetzt unter diesem Winkel von 0 Grad die Energieverteilung der Strahlung, dann sieht das hier so aus. Messen wir jetzt unter einem Winkel von 90 Grad, so hier, dann sehen wir also Strahlung, die ihre Wellenlänge nicht verändert hat, die dann also nicht Compton gestreut ist, sondern anders gestreut, zum Beispiel Rayleigh gestreut. Aber wir sehen eben auch einen Peak mit einer größeren Wellenlänge und das ist dann die Compton-gestreute Strahlung. Und unter 180 Grad wird das noch größer, weil der Energieverlust ja doppelt so groß ist wie unter 90 Grad hier. Unter 180 Grad wird das noch deutlicher, weil dann der Energieverlust hier ja noch größer ist als unter 90 Grad. Wir sehen wieder die Originalstrahlung mit unveränderter Wellenlänge, die also Rayleigh gestreut wird. Aber die Compton-Streustrahlung, die ist dann gegenüber Lambda 0 um genau zweimal Lambda c verschoben. So, und das also erstmal der Compton-Effekt. Und wie kommt man jetzt hier auf diese Streuformel? Dazu nimmt man einfach einen elastischen Stoß zwischen dem Photon und einem Elektron an. Dieses Elektron sieht man als quasi frei an, weil in der Regel die Bindungsenergie des Elektrons an sein Atom verglichen mit der Energie der hier einfallenden Strahlung vernachlässigbar ist. So. Und man nimmt hier, wie gesagt, einen elastischen Stoß an. Und das bedeutet, dass wir also Energie vor dem Stoß und nach dem Stoß aufschreiben. Vor dem Stoß haben wir also unsere Photonenenergie und den Photonenimpuls. Das Elektron ruht ja und dementsprechend hat es keinen Impuls. Und nach dem Stoß hat unser Elektron dann kinetische Energie und Impuls. Und auch das Photon hat jetzt Energie und einen abgeänderten Impuls. So. Und wenn man diesen Ansatz nimmt und die relativistischen Energie-Impuls-Beziehungen da hineinschreibt, dann kann man damit diese Compton-Streuformel herleiten. Das ist Ihnen zum Beispiel im Füsky vorgerechnet. So viel zu dem Phänomen der Compton-Streuung und zur Compton-Streuung. Jetzt ist allerdings immer noch die Frage, wie denn dieses Phänomen hier und dieser Effekt diesen Untergrund im Gammaspektrum erzeugt, also wie man damit die Form des Gammaspektrums erklären kann. So, und das zeigt diese Folie. Sie scheint im ersten Moment relativ unübersichtlich, aber so schlimm ist das gar nicht, wenn man die Systematik dahinter versteht. Also zuerst haben wir hier einmal in der schwarzen Linie die typische Form eines solchen Gammaspektrums. Und da sieht man, haben wir hier unsere Hauptlinie, die nennt man Photopeak, und die enthält genau, oder da haben wir genau die Energie der Gammaquanten, die hier unser radioaktives Nuklid emittiert. So. Und dann haben wir eben hier einen Compton-Untergrund, der durch die Compton-Streuung erzeugt wird. Die Grundidee, wie dieser Compton-Untergrund zustande kommt, besteht grundsätzlich darin, dass ein Gamma-Quant, das jetzt also hier an dieser Stelle von unserem radioaktiven Nuklid emittiert wird, irgendwo entweder in der Abschirmung hier oder in dem Detektor einen Compton-Effekt macht und dass das jeweilige Elektron, was dabei erzeugt wird, in dem Material verbleibt. Ja? Also die Elektronen bleiben immer im Material, die können nicht austreten, aber die Gammaquanten können eben aus dem Material austreten. Das ist die Grundidee. So, und jetzt muss man sich überlegen, welche Energie können denn die verbleibenden Elektronen haben? So, ein Photon kann bei einem Compton-Effekt ja nur eine maximale Energie verlieren. Nämlich, wenn es unter 180 Grad gestreut wird, dann verliert es die Energie, die zu dieser Wellenlängenänderung 2 Lambda c gehört. Und diese Energie, das ist eben die maximale Energie, die dann auf das Elektron übergehen kann. Denn wir haben hier ja Energieerhaltung angesetzt. So. Und diese maximale Energie, die so ein Elektron bekommen kann, das ist hier die Kante, die wir in diesem Spektrum sehen und die nennt sich Compton-Kante. Ja, das ist also die Energie, die unsere Photonen haben, abzüglich der Energie, die zu 2 Lambda c gehört, also die das Lambda c bewirkt. So. Und die entsprechende Differenz, die können die Elektronen bekommen.
So, und hier dieser in lila gezeichnete Untergrund, der wird jetzt genau durch die Elektronen erzeugt, die hier im Detektor durch den Compton-Effekt erzeugt werden. Wir stellen uns also vor, unser Nuklid emittiert ein Gamma-Quant und dieses macht dann im Detektor einen Compton-Effekt, nur das Elektron bleibt über und das entsprechend gestreute Gamma-Quant entweicht. Dann geht ja seine Energie hier verloren und wir weisen nur noch die Energie des verbleibenden Elektrons nach. Das ist also jetzt hier dieser lila Untergrund. Nun kann so ein Compton-Untergrund, aber so ein Compton-Effekt natürlich nicht nur im Detektor passieren, sondern unsere Quelle befindet sich ja immer in einer Abschirmung. Es ist ja eine radioaktive Gamma-Quelle. So. Und nun ist die Frage, wie wir das hier in unserem Detektor sehen. Und das können wir genau dann in unserem Detektor sehen, wenn wir hier an dieser Rückwand der Abschirmung, wenn da Strahlung von unserem Nuklid auftrifft und hier jetzt ein Compton-Effekt erzeugt wird. Aber jetzt ist es genau andersrum wie hier, weil hier verbleibt dann ja das Elektron und wir sehen nur die unter 180 Grad zurückgestreuten Gamma-Quanten, die dann in unseren Detektor treffen. Das heißt, diese Gamma-Quanten, die dort hineintreffen, denen fehlt eben genau die Energie, die wieder zu minus 2 Lambda C gehört. So. Und das macht hier diesen sogenannten Rückstreupeak. Ja, das sind dann also die Gamma-Quanten, die hier unter 180 Grad an der Detektorrückwand gestreut werden. So. Und so kommt die Struktur dieses Compton-Untergrundes zustande. Und der Abstand hier der Compton-Kante zum Photopeak ist genau der Abstand, den der Rückstreupeak quasi zu Null hat oder die Energie des Rückstreupeaks. So kommt also diese Struktur zustande und die ist bei einer solchen Messung oder bei der Aufnahme eines Gammaspektrums im Prinzip unvermeidbar. So, damit komme ich nochmal auf unsere Eingangslernziele zurück, denn wir haben jetzt uns die Grundlagen der Kernphysik erarbeitet. Sie haben heute nochmal die Zerfallsarten eines Atomkerns etwas genauer kennengelernt, insbesondere Alpha- und Beta-Zerfall. Wir haben uns angeschaut, was in einer Nuklidkarte dargestellt ist und Sie haben das Tröpfchen und das Schalenmodell des Atomkerns kennengelernt und dann haben wir uns am Ende auch noch die Form der Spektren, die zu den verschiedenen Zerfallsarten gehören, angeschaut und die Form eines Gammaspektrums mit Hilfe des Compton-Effektes erklären können. In der nächsten Vorlesung schauen wir uns dann die Anwendung der Kernphysik an, also die in Form von Kernkraftwerken und Fusion.